Hallo zusammen, hier ist Jay und heute machen wir Zwiebelringe mit Knoblauch-Mayonnaise. Zuerst die Zwiebeln schälen und dann in 2 cm Scheiben schneiden. Die Ringe behutsam voneinander lösen. Für den Teig Dinkelmehl, Backpulver und Salz in eine Schüssel geben. Und dann das Bier dazugießen und zu einem glatten Teig verrühren. Für die Mayo Sojamilch, Senf, Apfelessig, Knoblauchpulver in ein hohes Gefäß geben, die Knoblauchzehe hineinpressen und mit einem Stabmixer pürieren. Dann das Rapsöl langsam hineinträufeln und weiter mixen, bis es eine schöne Emulsion ergibt. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Zwiebelringe in Dinkelmehl wenden, durch den Teig ziehen und dann im heißen Erdnussöl beidseitig goldbraun ausbacken. Leicht, fluffig, knusprig und mit der Knoblauchmayonnaise eine perfekte Kombination.